Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. In der... Ich glaube, hier stürzt gerade alles ein. In der letzten Folge haben wir hier so arenaartig irgendwie einen Boss quasi nach dem anderen gemacht, habe ich so das Gefühl. Wobei das eine, glaube ich, kein Boss war. Ich sehe übrigens gerade, die Truhe ist sogar noch zu... und wir wollten eigentlich hier rauskommen, aber das hat leider nicht funktioniert. Wir mussten da hinten die beiden Höhlen aufmachen. Und ich habe jetzt irgendwie die Befürchtung, dass wir da hinten noch eine Höhle aufmachen müssen. Ich hoffe nicht. Also wir haben gesagt, dass wir in dieser Folge erstmal ausprobieren, was wir hier noch machen können. Konzentrier dich. Oh, fuck. Oh, fuck. Hallo. Ah. Ja, schieß! Junge! Ja, ich habe meine Wölfe vergessen. Mach die alle! Noch nicht bereit, leider! Was habe ich jetzt gedrückt, damit ich die Wölfe bekommen habe? Ich habe keine Ahnung. Den habe ich nicht gesehen. Das heißt, den habe ich schon gesehen, aber ich habe gedrückt und es ging nicht mehr. Okay, mach sie platt, Junge. Noch einen. Noch einen. Also gut gemacht. Wieder vorne kommen wir durch. Ach, dann sind die ja da gerade rausgesprungen. Ich habe hier gerade so Chaos gehabt, dass mich schon wieder was angegriffen hat. Dass ich es gar nicht so richtig mitbekommen habe, ehrlich gesagt, aus welcher Ecke. Ich habe mich nur umgedreht. Ich sehe Wölfe. Ich denke, scheiße. Direkt das Ding weggeworfen. Darf ich jetzt ohne weitere Störung mal versuchen? Ja. Nein. Och, Mann. Wenn man nicht mal weiß, welche Taste man drücken muss. So, einmal so und einmal drauf, bitte. Hallo. Okay, dann haben wir das auch schon mal frei. Die haben wir frei. Oh, ich sehe gerade, da oben können wir noch was abschießen. Aber das kommt nicht runter. Nee, das habe ich mir schon gedacht. So, er hat jetzt gesagt, da hinten ist frei. Das sieht mir auch so aus, als ob wir da hochspringen können. Das ist schon mal gut, aber ich bin... Achso, das war das Ding. Ich dachte gerade schon. Ich bin ganz ehrlich, ich habe was vergessen seit der letzten Folge, nämlich zu speichern. Das werde ich mal ganz kurz machen, weil ich etwas Panik habe, was jetzt noch kommen könnte. Und schalte euch direkt wieder hinzu. So, da sind wir dann auch schon wieder. Dann schauen wir mal, was sich hier eventuell im Tunnel befindet. Ich habe jetzt wirklich leichte Panik. Ich würde gerne wieder ein paar Rätsel machen in diesem Spiel und weniger kämpfen, damit ich mal ein bisschen... Luft holen kann. Ja. Was ist denn mit dir los? Achso, das war jetzt von mir. Ich wollte gerade sagen. Das Herz leuchtet noch. Da vorne ist was. Was denn? Was ist denn da? Ich höre draußen nur eine Eule. Siehst du, ihm geht's gut. Dachte, ich verschwinde besser, als Thors Söhne auftauchten. Ihr seht aus, als bereitet ihr euch auf eine lange Reise vor. Ach, er verschwindet lieber, als die Söhne auftauchten und schon sind die Söhne wieder da. Oder wie verstehe ich das jetzt? Ach du Scheiße. Okay, können wir hier irgendwas machen? Clownbogenverbesserung? Das war das mit dem, dass ich dann weniger Glück habe. Bleib bitte noch da hinten, bis ich hier fertig bin. Ich will zumindest mal kurz gucken, was ich hier verbessern kann. Ne, leichte Runenangriffe sind das. Ich mache irgendwie überhaupt gar keine Runenangriffe. Brustpanzerung. Mal keine, die besser ist. Arme. Die Abklingzeit geht dann extrem zurück. Ich weiß nicht, inwiefern sich das auf mich auswirkt. Das ist halt mein Problem. Und was hättest du denn? So kleiner.
Du hast eigentlich nur also das. Noch etwas für also, das dich? Bringt jetzt auch nicht allzu viel. Verlorene Gegenstände. Achso, das ist Herstellen. Verbessern können wir auch nicht. Können wir deinen Bogen noch verbessern? Den könnten wir verbessern. Erhöht den Pfeilschaden und schaltet neue Klauenbogenfähigkeiten frei. Okay, das ist ja jetzt nicht unbedingt schlecht. Zumal ich mit ihm ja gerne angreife. Die Frage ist jetzt... Achso, nee, die Leviathan-Axt konnten wir ja nicht verbessern. Was ist denn Klauenköcher? Erhöht die... Einer mehr wäre natürlich nicht schlecht. Und was kann ich für dich tun? Erhöht den Fall Schaden. Ich wäre fast dafür, dass wir den Schaden erhöhen. Wir machen das jetzt. Sind wir wieder komplett pleite. Oh, ist das ein Scheiß. Aber naja, gut. Ich meine. Zurück zu dir. Den Rest hatten wir ja quasi gerade, ne? War da sonst noch was? Nee, da war sonst nichts. Das Einzige, was ich nicht weiß, Fähigkeiten? Nein. Achso, die sind jetzt natürlich freigeschaltet. Erhöht Pfeilschaden und Nahkampfschaden massiv. Oh, das wäre natürlich geil. Sehr schön. Das können wir uns auf jeden Fall noch leisten. Das machen wir mal drauf und das können wir uns dann auch leisten. Perfekt. Erhöht die Feuerrate des Klauenbogens. Diese Fähigkeit bietet keine... Könnten wir auch. Machen wir mal. Ich bin halt auf den Klauenbogen angewiesen. Es tut mir leid. Lichtpfeile verursachen bei Gegnern deutlich mehr Betäubungsschaden. Schockpfeile auch deutlich mehr Schaden. Kann jetzt zwischen mehreren Gegnern verkettet werden? Das heißt jetzt was? Also der schießt auf einen und der geht durch mehrere, so wie ich das sehe. Das hört sich geil an. So, jetzt haben wir nicht mehr wirklich was, was wir machen können, ne? Okay. Oh Gott. Dann schauen wir mal, aus welcher Richtung die Stimmen gekommen sind. Kann man hier noch durch? Ah, ach ja, die müssen wir auch noch nehmen. Fester Stahl. Aber den haben wir, glaube ich, jetzt nicht gebraucht, oder? Gott, sag mir bitte, dass jetzt nicht noch ein großer Gegner kommt hier. Ich möchte auch noch mal die Story ein bisschen genießen. Achso, ich kann da rum. Ah, sieht irgendwie nicht so gut aus. Wenn es rund ist, ist es immer Mist. Oh, und da sind Sachen zum Heilen. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Kann ich hier schon irgendwas sehen? Kann ich noch irgendwas machen? Irgendwas runterschießen oder so? Nee, was denn das? Achso, das war doch der Hammer, oder? Das war der Hammer. Ach. Okay. Beeilung. Wir schnappen uns ein Stück des Meißels, bevor sie etwas bemerken. Ja, natürlich. Oh, oh. Junge. Ergib dich. Der Allvater verlangt es. Nein. Gut. Dies ist mein Kampf. Geh. Nein, ich brauche ihn doch für den Kampf. Na, wo willst du denn hin? Oh nein, Bruder. Der Kleine hier hat einen Bogen. Was tun wir jetzt bloß?
Schaden einstecken, würde ich sagen. Den habe ich mich gerade aufgebessert. Gut gemacht. Der ist aber um einiges schneller. Ich kann mich gar nicht mehr an eine Herausforderung erinnern. Das nennst du eine Herausforderung? Ein alter Mann und dieses kränkliche Etwa? Das ist cool, das geht wirklich so frei. Nein, ach komm, weich doch zweimal hintereinander aus. Was ist da so schwer dran? Unglaublich. Du willst das mit der Macht Asgards aufnehmen? Du hast vielleicht einen Vater gefunden. Ich habe fast Mitleid mit dir. Oh, fuck, ey. Willst du mich verarschen? Kann ich da irgendwas machen? Nein. Scheiße. Oh, fuck. Oh. Aua, seh nichts. Bleib hinter mir. Sag ich doch, ich sehe nichts. Warum verfolgt ihr uns? Was will Odin? Keine Ahnung, keine Ahnung. Komm her, Bastard. Papa hätte jetzt nicht mehr die Hand. Halt die Klappe, nenn mich nicht so. Das war ein Schützen, okay. Ja! Unfassbar, dass du so lange überlebt hast. Diese dürren Ärmchen können kaum den Boden. Klappe! Beruhige dich, Junge. Amüsiert ihr euch? Sie brauchen wohl. Oh, ich zeige dich. Hallo, schieß! Oh nein, Gott, er hat deinen Sohn! Der Junge! So, jetzt kommen wir. Das ist lang. Ich hab groß, die dich nur. Och ja, der weicht in die falsche Richtung aus und dann... Klappe! Blende es aus. Lauf! Konzentrier dich. Mit mir! Glaub ja nicht, wir hätten dich vergessen. Lass mich in Ruhe! Süchtig? Bist du mich etwa ganz für dich allein? Komm her, oh nein! Er hat deinen Sohn! Odin, zeig dich mal mit! Hallo, ausweichen! Oh, nicht schon wieder. So hässlich. Hat sie dir das Gesicht entstellt, damit du ihr ähnelst? Lass meine Mutter da raus! Sprich nicht über meine Mami. Hör nicht auf ihn, Kleiner. Er will dich nur reizen. Idiot! Thors Söhne werden Thors Söhne
können es gern versuchen. Kopf! Tut mir leid. War das zu viel? Achtung, Arschlöcher! Ach, ich muss mich wirklich in die Richtung drehen. Wir werden euch kriegen. Hier drüben, Schwachkopf. Junge, konzentrier dich! Was ist denn das für eine Beleidigung? Nein! Weich aus! Atreus! Hab dich, kleiner Scheiße! Oh nein! Er hat deinen Sohn! Wollt ihr doch mal sehen, wie gut wir noch mit dem Bogen sind? Du weißt ja nicht, was. Du elendes Schwein! Jetzt du! Komm her, du Feigling! Ich reiß dir den Kopf ab! Die Krankheit. Wieder das Fieber. Nein! Alles gut. Junge. Der Husten, das Blut. Der Junge ist krank, er braucht Freya. Nein! Ruhig. Es geht schon. Sehr gut, Kleiner. Mir geht's gut, siehst du? Wir sollten ihn im Auge behalten. Also, Frostflamme, legendär und eine Errungenschaft gerade freigeschaltet. Ich weiß gar nicht, wohin ich gucken soll. Unmögliches Material, dem der Zorn der Flammen und die Härte des Eises innewohnen. Sie wird durch mächtige Kämpfe erzeugt. Damit kann die Leviathan-Axt verbessert werden. Sehr schön. Leibtr-Legierung, legendär. Vom Blitz durchzogenes Material verwandt. Von Thors Familie, dient zur Verbesserung von Knäufen mit Schockschadenseffekten, gefunden in Schatzkartenverstecken. Die gefunden.
So, Moment, das ist Heilung. Boah. Also jetzt war es echt gut, weil ich habe es irgendwie im Gefühl gehabt, immer wenn da so viele größere Gegner kommen, ist nämlich das Problem, dass dann plötzlich irgendwie so ein Hauptgegner kommt. Und das war auch in diesem Fall der Fall. Boah, mit den Söhnen hätte ich jetzt gerade nicht gerechnet. Reicht das? Sollte reichen. Damit können wir die Weltenrune nach Jötunheim meißeln und euch an euer Ziel bringen. Übrigens, jetzt können all diese magisch versiegelten Türen geöffnet werden, wie die gleich um die Ecke. Ihr könnt durch diese Tür jetzt, da ihr den Meißel habt. Das ist cool. Aber ich würde sagen, weil ich weiß nicht, was uns noch... Achso, da hinten die Tür meinte. Was uns noch erwartet auf dem Weg zurück, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache und mal kurz was trinken kann und kurz verschnaufen kann nach diesem richtigen Bosskampf. Ich meine, das andere, das ist ja alles so Larifari dagegen. Und dann sehen wir den Rest in der nächsten Folge. Und ich hoffe, dass wir Freya auch bald wiedersehen. Du musst es tun, Junge. Der Kleine ist hier doch wichtig. Bis zur nächsten Folge. Ciao.